Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße zu einem Update auf eine weitere Trading-Idee, diesmal aus der November 2015 Ausgabe des Traders Magazin. Auf Seite 34 haben wir in diesem Monat, der jetzt schon am Laufen ist, Cotton Nummer 2, Märzkontrakt Baumwolle. Hier sehen Sie den entsprechenden langfristigen Chart und da soll man am heutigen Tag nach einem Long-Einstieg suchen mit einer Haltedauer bis zum 22. Januar 2016. Trefferquote 92% anhand der letzten 12 Jahre. Und jetzt kommt's. Man darf mit einem Gewinn von 770 Ticks je 5 Dollar bei einem normal gehandelten Future rechnen. Maximal gab es sogar schon mal 4.500. Und der Verlust, der durchschnittliche, liegt bei 229 Ticks. Das heißt, wir haben hier ein Chance-Risiko-Verhältnis von fast 3. Ja, fast 3, stimmt sogar. Ne, etwas mehr als 3, Entschuldigung. Maximaler Verlust war natürlich dann hier auch deutlich höher bei 840 Ticks. Und was wir hier sehen, damit Sie mal das große Bild hier überblicken können, habe ich hier den langfristigen Chart. Und da sehen wir, wenn also Cotton steigen will, dann wäre das ein Trendbruch und dann hätten wir den seit 2011 gültigen und ausgebildeten Abwärtstrend gebrochen. Und was halt hier etwas zu denken gibt, ist, dass der Supertrend-Indikator noch auf Verkauf steht. Aber wenn es zum Trendbruch kommt, wäre das wirklich ein Markt, der buchstäblich durch die Decke gehen könnte. Und das erste Ziel wäre dann hier dieser Bereich der blauen, des blauen unteren Envelopes bei 0,7. Aber jetzt schalten wir mal auf den normalen saisonalen Chart um. Hier sehen Sie es, das ist der saisonale Chart. Hier hatte ich eine Unterstützung eingefügt. Das machen wir jetzt mal hier raus. Und da sehen wir schon, Cotton hadert mit dieser Abwärtstrendlinie, mit der kurzfristigen Abwärtstrendlinie. Wenn wir das Ganze jetzt mal etwas verschieben, oder wir löschen das am besten und legen eine neue Linie ein, dann wäre hier ein Einstieg zu suchen, wenn das letzte Hoch hier überschritten wird. Machen wir mal da eine waagerechte Einstiegslinie rein. Ich habe festgestellt übrigens, dass wenn man also nicht viel Ahnung hat von Charttechnik, ist ein Einstieg über dem 10-Tage-Hoch innerhalb der nächsten 15 Tage ein ideales, eine ideale Einstiegstechnik, weil ich bin Charttechniker, manche kennen sich mit Charttechnik aus. Das heißt, man sollte also grundsätzlich das 10-Tage-Hoch im Auge behalten und wenn der Kurs hier über dieses letzte Hoch steigt, dann hätten wir im Endeffekt nicht nur einen Trendbruch hier in diesem Chart, sondern auch im längerfristigen Chart. Und dann kann Baumwolle sozusagen bis zu diesem Ausstiegstag, der ja vielleicht noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, wenn es wirklich zu dieser großen Trendwende kommt, weiter steigen. So, jetzt schalten wir mal um. Auf den Märzkontrakt. Das hier ist der Märzkontrakt und da sehen wir hier wirklich in der Tat ein saisonales Tief. Der Kontrakt soll im Endeffekt bis Ende der Handelsdauer, das ist hier der letzte Handelstag, hier das ist die Andienungsphase. Wenn Sie long sind, bekommen Sie dann daheim eine Baumwollladung angeliefert. Im schlimmsten Fall. Heute machen das die Broker aber so, dass Positionen von Privatleuten automatisch geschlossen werden. Das hier ist der Optionsverfall der entsprechenden Option, die Sie übrigens auch kaufen können. Und hier sehen wir zwar einen bärischen Abwärtskeil, der normalerweise immer nach unten verlassen wird, aber auch hier gilt, Einstiegslinie wäre eine Überschreitung dieses Hochpunktes hier, der jetzt momentan bei 63, also 0,63 oder 63,59 wäre für mich die einzige Linie. Eine zweite Möglichkeit wäre, wenn man hier
einen Rücklauf abwartet bis in den Bereich von 60, einen doppelten Boden, dann wäre das auch ein möglicher Einstiegspunkt. So, jetzt wollen wir mal sehen, was passiert denn, wenn wir uns statt des Futures eine Option kaufen. Für eine Option, die hier oben anfängt, müssten Sie $640 bezahlen. Hier steht's. Die Option kostet $640. Das ist der Settlement-Preis. Obacht, Cotton ist ein sehr enger Markt. Sie müssten da mit Limit rein. Und da müsste man dann, damit die Einnahmen gemindert werden, entweder einen weiter oben liegenden Call als Beispiel bei 68 verkaufen. Da haben Sie dann nur noch eine Ausgabe von 640 minus 220 von $440. Und da ja Cotton sozusagen, wenn wir dieses langfristige Bild hier uns anschauen, eigentlich hier in diesem Bereich von 58, 56, 58 gut unterstützt wird, könnte man eigentlich auf der anderen Seite noch einen Put verkaufen. Mal sehen, was es für den gibt. Für den gibt es nur 110, das wäre dann ein 55er Put. Und würden Sie die Ausgaben für eine mögliche solche Position auf $330 begrenzen. Das wäre das, was Optionshändler machen würden. Und das lege ich jetzt mal hier rein. Sell. Hier machen wir mal ein Sell. Hier machen wir auch mal ein Sell draus. Und dann wäre das eine entsprechende Position, die ein Optionshändler handeln würde, eventuell, wenn er nicht einen besseren. Das ist jetzt einfach mal eine einfache Möglichkeit, das mit Optionen umzusetzen. Kauf dieses Calls, verkauf dieses Calls und verkauf dieses Puts hier unten im Bereich von 55. Was gegen einen Ausbruch nach oben spricht, muss ich auch gleich dazu sagen, wäre dieser Indikator hier. Die Daten des Commitment of Traders Report zeigen nämlich, dass kommerzielle Marktteilnehmer, also das Rote sind die kommerziellen Marktteilnehmer, immer noch massiv short sind in diesem Rohstoff, während die großen Anleger, also Hedgefonds, große Banken, naja, Banken machen das wahrscheinlich nicht, also große Spekulanten eher auf der Long-Seite zu finden sind. Aus diesem Grund wäre eventuell erst mit einem Rücklauf hier zu rechnen, und das ist, wenn ich nur diese Daten hier unten auswerte, wäre der Bereich um 59 ein guter Einstiegspunkt. Oder aber, wie gesagt, Cotton muss Stärke zeigen und muss über ein 10-Tage-Hoch steigen. Aber das ist momentan, wie es hier aussieht, eigentlich eher nicht das Ergebnis dieser Analyse, dass es dazu kommt, weil wir hier noch diese Formation haben, die eher nach unten zeigt. So, meine Damen und Herren, das war es erstmal zu diesem Thema. Und jetzt bleiben Sie noch dran. Jetzt werde ich Ihnen nochmal eine Einschätzung zum Euro in US-Dollar liefern, damit Sie da auch Bescheid wissen, was die Analystenstube hierzu zu sagen hat. Bleiben Sie also bitte dran. So, Teil 2 der heutigen Analyse. Ton ist etwas besser, weil es ein anderer PC ist. Bei dem ersten habe ich es nicht so hingekriegt, wie ich es mir erhofft habe, aber na gut. Was wir hier sehen, ist der Euro in US-Dollar. Und da habe ich mal die von mir gefundene Top-Formation eingezeichnet. Schulter, Kopf, Schulter. Wir können jetzt hier auch noch eine doppelte linke Schulter einfügen. Dann hätten wir zwei linke Schultern. Kopf ist ein bisschen höher, rechte Schulter ist auch ein bisschen höher als die linke Schulter. Aber eigentlich, worauf ich raus will, wir haben ein Short-Signal, weil nämlich hier diese Nackenlinie unterschritten wurde.
Und da lässt sich eine Zielprognose erstellen anhand dieses Abstandes hier. Die zeigt auf 102,38 im Euro. So, jetzt werden natürlich schlaue Leute sagen hier, der Herr Bock macht ja immer so schöne Analysen zur Saisonalität. Was sind damit eigentlich? Tja, da haben wir hier ein saisonales Tief, ausgerechnet vor 6 bis 7 Tagen. Und der Euro will nicht so nach oben. Der hadert immer noch an dieser Linie. Und hier haben wir ein saisonales Hoch zum 30.12.2015. Es könnte also sein, dass der Euro nicht mehr weiter fallen will, weil er an dieser Abwärtstrendlinie handelt. Aber um sich auf die Saisonalitäten zu verlassen, gilt auch hier wie bei Cotton, man soll erst eine Long-Position aufbauen, wenn sich im Währungspaar Stärke zeigt. Und das geht erst, wenn das 10-Tage-Hoch bei 108,46 überschritten wird. So, schauen wir uns die Envelopes an. Hier tut sich nämlich Interessantes. So, wir haben ja hier jetzt den Wochenchart mit den Envelopes. Wenn der Euro hier unter 104,44 fällt mit Wochenschlusskursbasis, dann haben wir hier ein neues Tief, aber leider steht er dann in Nähe des Kursziels bei 1,0338. Worauf ich raus will, kommt es zum zweiwöchigen Schlusskurs unter dieser unteren roten Linie, dann könnte eventuell der Euro weiterfallen bis hier an dieses untere 200-Tage-Envelope bei 0,9388. Sie sehen, das letzte Mal, als so eine Bewegung kam, kam es erst an, als dieses untere Envelope berührt wurde, zu einer Konsolidierung, die sich bis heute fortsetzt. Was könnte für diese Bewegung nach unten sprechen? Ganz einfach, diese bullische Aufwärtsdreiecke, Aufwärtskeile werden normalerweise nach oben verlassen und Sie sehen hier, das Ganze scheiterte kläglich. Der Supertrend-Indikator hat seit, Moment, was haben wir hier? Seit dem 22.08.2014 auf Verkauf geschaltet und ist immer noch im Verkaufsmodus, hat also bis jetzt noch nicht einmal in die andere Richtung geschaltet. Das ist ein Zeichen, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir jetzt runtergehen und eine Unterschreitung mit zweiwöchigem Schlusskurs wäre ein Trendfortsetzungssignal in diesem Chartbild. Wie wichtig diese Linie ist, zeigt der langfristige Chart. Den sehen Sie jetzt hier, Monatschart ab 1986. Hier haben wir einen Aufwärtstrend. Im Jahr 2000 lag der Euro mal bei 0,85 Dollar. Und diese beiden Punkte hier dienen für mich als Anhaltspunkt. Jetzt haben wir hier die Unterstützung bei 1,0488. Die wurde hier erstmal angesteuert. Es kam zum Abprall bis zum Widerstand hier. Dort haben wieder neue Short-Verkäufe eingesetzt. Und jetzt sieht man hier, wenn 1,0488 unterschritten wird auf Monatsbasis, wäre das ebenfalls ein Trendfortsetzungssignal, was aber im Folgemonat erst bestätigt werden muss. Also die Lage im Euro ist ernst. Es muss zu einem Tief im Bereich von 1,04 kommen. Das darf nicht unterschritten werden, sonst wird die Lage wirklich prekär. Und nächste Woche wird es interessant. Denn nächste Woche ist der Verfalltermin der Dezember-Optionen. Dezember-Future und Dezember-Optionen laufen im nächsten Monat aus. Und da sind die Bestände, die Optionsbestände immer am höchsten, weil das der Verfallmonat ist des Futures. Und da sehen wir hier, der Euro steht knapp über 1,06 und ist bereits in einer massiven Unterstützungszone. Wenn jetzt hier 1,05 unterschritten wird um 25 Ticks, also 1,0475, dann muss es zu einer Stützungsaktion der Stillhalter kommen. Sonst müssen die sich absichern und dann wäre sozusagen wirklich sehr schnell der Bereich um 1,02 im Euro erreicht. So, meine Damen und Herren, das war's jetzt endgültig aus dieser Analystenstube. Mein Name ist Thomas Bock. Ich hoffe, ich habe Ihnen wieder einiges näher gebracht, was Ihnen hilft bei Ihren Entscheidungen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.